Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Und zwar, heute gehen wir Hirn wichsen. Heute geht es um Objektivität. Hoppala. Und Subjektivität. Warum ist das wichtig? Das sage ich am Ende vom Video. Zuerst möchte ich aber erklären, was Objektivität ist und was subjektiv ist. Ja? Dazu möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Ist das, was du in der Zeitung liest, objektiv? Ist das, was du, wenn du vielleicht eine Uni besucht hast oder eine Schule, nehme ich mal an. Was auch immer besucht hast, ist das objektiv. Sind wissenschaftliche Studien objektiv? Wenn wir so objektive Sachen hernehmen oder sagen, okay, objektiv gesehen, ja, wenn man sagt, okay, wir sind in friedlichen Zeiten, ja, wir leben in so friedlichen Zeiten wie noch nie, objektiv gesehen, ja, hilft es relativ wenig an, der was vielleicht am momentan in der Firma ziemlich einen Stress hat, ja, oder dem es einfach scheiße geht, hilft es ziemlich wenig, ja. Außer er kann das von dort aus sehen, ja, dann ist es eh gut. Ja, meiner Meinung nach hilft das aber denjenigen nicht wirklich weiter. Ja, ganz im Gegenteil, es hält dann auch oft davon ab, wenn man sagt, okay, gut, vielleicht hast du den Tag schon mal gehabt, ich nenne das diese keinen Tag länger Tage. Ja, was sagst du so, jetzt ist aus und jetzt wird es anders. Ja. Und wenn ich das aber objektiv sehe, sage ich, eigentlich geht es mir nicht so schlecht. Ja. Aber das ist auch eine Frage der Sichtweise. Ja, das ist das eine, weder schlecht noch das andere. Genauso das, was ich da heute sage, ist rein nur meine Meinung und meine Erfahrung zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist ganz was Entscheidendes, weil es wird heutzutage sowieso viel zu viel verwendet mit Meinungswechsel. Fakten. Ja, in vielerlei Hinsicht. Und das wollen wir jetzt gleich mal vermeiden. Ja, das heißt, das ist nur meine Meinung, meine Erfahrung. Und gibt nichts drauf. Ganz wichtig. So, jetzt haben wir das einmal mit der Objektivität, wenn man sagt, okay, das hat man in der Schule gelernt, das ist ja objektiv, oder das, was ich auf der Uni gelernt habe. So, ist das wirklich so? Und zwar, da sind mehrere Dinge, kommen da zusammen. Ich möchte es, ich habe da nämlich ein paar Sachen rausgeschrieben, da muss ich jetzt ein bisschen nachschauen, okay, um das Ganze für die verständlicher zu machen. Und zwar Objektivität. So, das ist das Erste. Was ich so, wenn ich mein Handy so Objektivität eingebe, ist das das Erste, was kommt. Und zwar objektive Darstellung, Beurteilung oder ähnliches. Wissenschaftliche Objektivität. Ja? Das heißt, man geht davon aus, dass die Wissenschaft objektiv ist. Ist dem so? Für mich nicht. Also ich sage da wieso. Wissenschaftliche Objektivität ist ja das. Es ist unabhängig, sie beschreibt da die Unabhängigkeit der Mess- und Untersuchungsergebnisse einer Untersuchung von Einflussfaktoren, individuellen Rahmenbedingungen und verfälschten Drittfaktoren. Ja? Den gehen wir gleich näher auf den Grund. Was haben wir denn da noch? Eine Aussage ist dann objektiv, wenn sie vom Untersuchungsleiter unabhängig ist. Man unterscheidet die Durchführungsobjekte, bla bla bla, aber das ist jetzt nicht so wichtig, also mir jetzt nicht. Gell? Und das nächste ist, Objektivität ist ein Ideal der Philosophie und Wissenschaften, da man davon ausgeht, dass jene Sichtweisen, dass jede Sichtweise subjektiv ist, was ich zum Beispiel gar nicht so schlecht finde, die Aussage, werden wissenschaftliche Ergebnisse an bestimmten anerkannten Methoden und Standards des Forschens gemessen. So,
anerkannten Methoden und Standards. So, wer, da kommen wir aber jetzt dazu, wer macht diese Anerkennung dieser Methoden und Standards? Ja, das ist eine offizielle Stelle. So, ist diese offizielle Stelle subjektiv oder objektiv? Weil das hängt ja auch davon ab, wer ist da drinnen? Ja, welche Erfahrungen hat der gemacht? Welche Sachen, welche Meinung hat der auch? Ja? Und welche Zusammenhänge versteht der? Was ist sein Background? Ja? Und aus dem setzt sich dann das zusammen, okay, das ist jetzt, und der tut es dann anerkennen. Ist es dann objektiv? Nein, das heißt, wer entscheidet das? Das ist wieder eine subjektive Entscheidung. Und jetzt wirst du denken, das ist ja nur Hirnwichs und du hast vollkommen recht, aber das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist genauso die Zeitung oder egal, was wir so lesen. Ja, das ist wie das, wir nehmen das als Bares, was da drinnen steht. Das heißt, wenn das jemand da schreibt, ja, besonders in der Zeitung, ja, dann ist das natürlich objektiv. Ja, das ist, ich finde es immer so lustig, wenn ich irgendwas, zum Beispiel irgendwas aushaue, ja, und dann postet mir unten irgendeiner einen Zeitungsartikel. Ja. Weil das ist ja dann objektiv, das ist ja das, was stimmt. Ne? Problem ist nur, wenn das, was da unten ist, oder diese Zeitung oder was auch immer, einer gewissen Ideologie folgt und mit dem, worüber sie entscheidet, darauf gar keinen Zugang zum Beispiel hat. Ja? Wie meine ich das jetzt? Das ist zum Beispiel im Sport da so, wenn du Profisportler untersuchst und das dann überstülpst auf Hobbysportler. Na? Wenn du zum Beispiel eher ein intellektuelles Bladel hast, ja, und dann sage ich, das ist wahr oder das ist das, ja, und aber vom anderen, wenn es zum Beispiel bei den Firmen geht es momentan ziemlich zu, ja. Das heißt, es werden momentan die Leute ziemlich, ein paar geht es nicht gut, ja? Die werden entweder gemobbt, vorgeführt oder unter Druck gesetzt. Ja? Und wenn dann zum Beispiel jemand von der intellektuellen Seite dann auf die der normalen Arbeiter und Angestellten ummünzt, ja? Und sagt, ja, nein, das ist ja objektiv. Ja? Wobei der hat ja gar keinen Zugang da dazu. Aber das ist eine reine Annahme von mir und auch wieder nur Meinung. Ja? Dann halte ich das für sehr bedenklich. Ich tue das zum Beispiel nie, ich kommentiere nichts, ich haue nichts dazu oder sonst irgendwas aus dem einfachen Grund, weil der darf ja seine Meinung haben. Hin und wieder antworte ich auf Kommentare, meistens aber nicht. Wieso? Ich kann das auch so stehen lassen. Das hat ja was mit eigenen Grenzen zu tun. Ja? Das heißt, wenn ich mich selbst mag oder zu dem stehe, was ich da sage, ja, dann kann ich das akzeptieren, wenn der andere das sagt. Und ich diskutiere auch nicht. Wieso diskutiere ich nicht? Weil es dem Diskutanten meistens nichts bringt. Weil das ist nur, der schmeißt das um und der schmeißt das um. Und wenn wir schon bei Grenzen sind, wenn zum Beispiel da, jetzt von oben gesehen, gell, da einer ist, das ist sein Kopf und da. Ja? Das heißt, und da hat er dann seine Meinungen und das andere, da hat er dann seine Grenzen. Ja? Und er steht da zu diesen Grenzen. Ja? Und der andere, das auch. Dann ist ja für beide genug Platz da. So, jetzt fangen wir zum Diskutieren an. Ich kenne sehr wenig Leute, die da nicht in den anderen, da, in das andere, in einen anderen Bereich eindringen. Ja, das stimmt ja nicht, was du sagst. Und laut diesen Experten, also die jeder seine Experten, ja, was ja auch okay ist. Ja. Und also, da wäre es ja klar, wenn irgendwer nicht mehr da drüber steht und dementsprechend halt dann entscheidet. Und zu den Entscheidungen kommen wir auch noch. Das heißt, da ist ja genug Dings da. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt was kommentieren tät, ja, oder sagen, hey, das ist ein Blödsinn, was du da sagst oder was auch immer, ja, dann dringe ich in den anderen Bereich da ein. Ja, und das will ich nicht. Und deswegen mache ich das auch nicht. So, nur so viel dazu. Und wenn man selbst zu dem steht, was man hat, dann sind beide okay. Ja? Weil dann sagt der was und dann sagt der, wie ist nichts passiert.
Es passiert nur da, weil, wie viele Diskussionen aus dem Fernsehen schon gesehen, die so ablaufen. Sagt der, sagt was, und der sagt was. Und dann sagt der andere, aha, ja. Meistens in Diskussionen bringen nur für die, was zuschauen, was. Die haben meistens eh nur, um das eigene Weltbild zu bestätigen und sagen, was der andere für Trottel ist. Und genauso ist es da auch. Das heißt, es ist alles okay. Das so wie, das hast du. Genug Platz da. Problem wird es oft nur, wenn ich über andere Leute, über andere bestimmen will. Und das auch kaum. Und nur so viel dazu. Das heißt, wenn ich die eigenen Grenzen auch wahrnehme, das ist im Kleinen wie im Großen so. Das heißt, wirklich auch stolz bin oder so, okay, das passt so. Ich passe so, wie ich bin. Dann passt auch der andere so, wie er ist. Das heißt nicht, dass ich damit einverstanden sein muss, aber ich kann das Dinge so lassen, wie sie sind. Macht das Sinn, wenn ich das jetzt so erkläre? Und genauso ist es da auch. Das heißt, es ist zwar nicht meine Absicht, aber ich finde es oft sehr interessant, wenn Leute empört sind. Ja, über mich, über das, was ich sage. Und Empörung heißt immer, okay, man trifft da vielleicht doch auf Wahrheit, weil sonst würde es ja keine Resonanz geben. Und das muss nicht unbedingt mehr von mir kommen. Ich liebe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst, die österreichische Kabarettistin, die Lisa Eckert. Herrlich. Also wenn du mal dran denkst, schau es da an. Bringt zwar nichts, aber ist wurscht. Und das heißt, jeder ist okay und jeder hat seine Subjektivität. Es gibt keine Objektivität für mich. Weil wenn ich das anschaue, wer legt die Methoden fest, wer legt die Standards fest? Ja? Das ist immer im Kontext zu sehen. Und wenn ich was im Kontext sehe, dann ist das nie unabhängig für irgendwas, weil es ist auch von der Mentalität unabhängig. Das ist zum Beispiel vom Training, wenn man das jetzt vom Training aus sieht, das ist. Ich habe immer geglaubt, habe in Australien da mit wirklich guten Leuten zu tun gehabt oder in Amerika auch, die Welt drauf haben. Aber ich glaube, jetzt bringe ich das daher und dann mache ich das. Das funktioniert aber nicht. Weil die Mentalität da von Leuten viel anders ist. Das ist genauso die Mentalität der unterschiedlichsten Schichten, auch Bevölkerungsschichten. Ja? Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und da kommen wir auch dorthin bei der Subjektivität. Ja? Wie entscheide ich mich für was? Das heißt dann anhand meiner Erfahrungen oder ist da vielleicht noch eine Instanz höher? Und eine Objektivität, das sehe ich ganz, ganz oben. Das kommt vielleicht ein Hauch dorthin, aber nicht einmal das. Ist, wie triff ich Entscheidungen? Triff ich Entscheidungen einfach, jetzt mache ich das, okay, jetzt das Auto, ja, den und den Verbrauch und das und das oder das und das und das und das. Ja. Oder wo ich wohne zum Beispiel zu mir einen wahnsinnigen Einfluss auf die Gesundheit da, ja, damit man da eine Verbindung herstellen können. Wieso? Es ist ein Unterschied, aber bitte so denkt nur ich, wie ich mich entscheide für was. Entscheide ich mich für die dort, wo ich wohne, ob ich jetzt geerbt habe, einfach aus rationellen Gründen, weil es billig ist, ob ich, Kinder sind versorgt, da Kinderbetreuung, meine Arbeit ist gleich in der Nähe, es ist einfach praktisch. Ja? Aber eigentlich fühle ich mich dort nicht wohl. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Ja? Eigentlich fühle ich mich da nicht wohl, ist aber wurscht, ich entscheide mich einfach aus rationellen Gründen. So ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel wo bin, wo ich zum Beispiel wohne, da ist einfach, da gehe ich her. Habe ich das Gefühl, ich bin heimgekommen. Und meine Lebensqualität hat sich so verbessert, ja. Und die Leute, die was das einfach aus rationellen, ich sicher die Leute, die was aus rationellen sind, immer wieder krank, ja, unglücklich, was auch immer, ja. Und das heißt, das hängt da ganz drauf an, wie entscheidest du für was, ja. Und da kommen wir auch zum Training hin. Wieso hast du für den Sportart entschieden oder wieso machst du das, was du machst? Wieso laufst du? Wieso schwimmst du? Ja, viele, du machst mit manchen Reden, sag ich, oder okay, da will ich halt im Laufen besser werden, sage ich, magst laufen? Naja, vielleicht, wenn ich das so mache, wie du sagst, dann mag ich. Sag ich, wenn du das nicht willst, wieso tust du es dann? Warum machst du das, was du tust?
Und wenn ich mir so von innen aus entscheide, weiß, okay, mir taugt das einfach, mir taugt das da auszugehen, mir taugt das da dahin zu choppeln. Ja, die Natur, dann ist das ganz was anderes. Das ist genauso vom Training her. Ja? Entweder ich kann mir jemanden holen, der was jetzt einen Titel hat zum Beispiel. Gell? Sportwissenschaftler, Magister, das hört sich ja super an. Ja? Wobei meine Sachen, die was ich wirklich verwende, bei meiner Leute, habe ich keine Uni gelernt. Ja? Und mein Magister hängt da dort, wo er hingehört, nämlich am Heisel. Und das ist viel, viel, viel besser als jemand, der da Erfahrungen hat, der Jahre, Jahrzehnte Erfahrungen hat vom Training. Ja? Das heißt, wie entscheide ich mich für was? Das ist ganz, ganz was Entscheidendes, siehst du? So schließt sich der Kreis. Und wenn es von innen rauskommt, dann bin ich schon mal am guten Weg. Oder wenn ich mir Sachen zum Beispiel vorstelle, was auch immer, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist oder vorstellen kann oder da schon drinnen bin in dem Ganzen oder im Training auch mir vorstellen kann, hey, was mache ich bei dem Training, wie ist es dann auf der Ziellinie. Gell? Also, falls du da Unterstützung brauchst, kannst du mich jederzeit auch kontaktieren, falls das überhaupt für die was ist, falls ich für die überhaupt was bin, falls ich in deinem Kontext passe. In deine Rahmenbedingungen, in deine Persönlichkeit. Ja? Und nur dann. Und das heißt, dann wird sich das Ganze auch verwirklichen. Ja? Ich kann dann schon die Trainingsmethoden hernehmen. Ja? Aber das ist dann erst die rationelle Entscheidung, die mich dorthin bringt. Aber grundsätzlich muss ich mir von innen aus was haben oder wo mich was hinzieht. Ja? Am besten ist es, wenn es dein Herzerl ist. Ja? Dann wird das andere auch daherkommen. Das heißt, es werden die richtigen Leute daherkommen, die dich unterstützen. Es werden auch die richtigen Sachen dann so auf die daherkommen, die dich dazu unterstützen, dass du dorthin kommst, wo du hin willst. Ja? Das heißt, Objektivität für mich gibt es das nicht. Ich habe sogar Diplomarbeit hat sogar um das gehandelt. Da habe ich damals über Schnellkraft geschrieben, kann ich mich nicht genau erinnern. Ja? Schnellkraft gibt es das überhaupt. Ja? Und da habe ich auch die ganzen Definitionen, weil ich glaube, wie 30 oder 40 unterschiedliche Definitionen von Schnellkraft gehabt. Ja? Wissenschaftliche Definitionen. Und wenn ich Schnellkraft hernehme, dann Latour gibt es schon, was ist Schnellkraft? Manche reden wenn ich eine Kraft aufwende, von dem Kraftanstieg, was da ist, vom Durchschnittlichen, vom Maximalen, du siehst, da ist unterschiedlichste Sachen. Das heißt, Schnellkraft gibt es gar nicht, wenn man es genau nimmt. Deswegen sage ich ja Hirnwichsen. Und genauso ist es da, das gibt es nicht. Das ist immer vom Kontext und alles andere halte ich für unseriös. Und genauso, wenn man da, ich weiß nicht, ob du die Leider kennst, alles wird dann auf objektiv, das heißt, das schreiben mir die Zeitungen, das stimmt, was da drinnen sind. Ja, ich bin wieder dafür, dass wieder mehr zur Subjektivität ganz ehrlich zurückkommen wird. Wieso? Das ist okay, so wie ich bin, das ist okay, wenn ich das so wahrnehme, ja, dann nehme ich das so wahr. Ja, ganz einfach. Und nicht, nein, das kann auch nicht so sein, weil die sagen was anderes. Es kommt immer darauf an, wie sicher das ist oder objektiv. Wenn die Objektivität dann über der Subjektivität gestellt wird, das sagen wir, was rauskommt. Das ist ja nur ein Einzelfall. Das stimmt ja gar nicht. Da geht es ja nur dir so. Und das ist ja nichts wert. Und genauso ist es, wie gesagt, wenn ich schon objektiv was hernehme, ja, da hilft eins ganz was Entscheidendes. Und zwar eine Instanz. Die, was meiner Meinung nach noch drüber ist, über dem, also was wir Objektivität nennen. Ja? Und zwar ist das dein Inneres. Dein Inneres weiß sofort, passt das für dich oder nicht. Das wird nur oft mit dem Scheißdreck da überlagert. Das, was du in der Schule gelernt hast, das, was du auf der Uni gelernt hast. Ja? Weil ich kenne so viele Uni-Abgänger, die können nicht einmal einen Leichtstoff reinwechseln. Ja? Oder die brauchen für alles einen Plan. Kennst du solche Leute? Da wird nicht mal einfach nur zugegriffen, wenn es jetzt zum Zugegreifen ist. Sondern man muss erst einmal einen Arbeitskreis machen, drüber reden und dann Plan machen. Hin und wieder ist es aber einfach notwendig, hinzugreifen und das zu machen, was jetzt zu machen ist. Aber wahrscheinlich kennen wir solche Leute. Ja. Wobei mein Bekannten- und Verwandtenkreis ist das gar nicht so. Ich habe nur gehört, dass es solche auch gibt.
So, jetzt frage ich dich, ist Objektivität jetzt überhaupt wichtig? Lass mich dir das an einem Beispiel erklären. Und zwar, im Training ist es so, da haben sie so in den letzten Jahren immer mehr so die Wattmessgeräte, gell, hervorgetan. Ja, als Tool. Und ein Wattmessgerät, man will halt da mit solchen Dingen Objektivität in ein Training bringen. Das heißt, die Hitze hat keinen Einfluss drauf, der Befinden vom Körper hat keinen Einfluss drauf. 100 Watt sind immer 100 Watt am Pedal. So, das heißt, man bringt da Objektivität rein. Ja? Ist das immer gut? Ja und nein. Ja, wenn du zum Beispiel so ein Rennen hernimmst, wo du sagst, okay, gut, man ist halt oft dann übermotiviert, nervös ein bisschen, kennst du das sicher, wenn du mal an sowas teilgenommen hast, Herzfrequenz ist ein bisschen oben. Ja, und da schlägt man halt oft über die Stränge und man fährt halt gleich los, weil man so motiviert ist. Und das kann sich halt über die Zeit gesehen oder im Laufe des Rennens relativ fatal auswirken. Ja, das heißt, da ist es recht sinnvoll, wo die ein bisschen was zurückhalten, du siehst das, okay, das kannst du fahren, vorausgesetzt du hast die richtigen Daten, ja, das kannst du fahren und fertig. Ja. Na, wenn du auf deinen Körper vergisst und auf dein Befinden, das heißt, wenn du mit Stress zum Beispiel bist von der Arbeit oder du dich einfach ein bisschen kränklich fühlst oder was auch immer, aber du fährst dann trotzdem das Training, wo halt die Watt da oben stehen, dann kann es halt passieren. Und in den meisten Fällen, meiner Erfahrung nach, ist es ja so, dass du früher oder später gegen die Wand fährst. Das heißt, diese Objektivität, das ist nichts anderes wie ein Werkzeug. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann mir diese Objektivität heranziehen. Als Werkzeug, wie ein Hammer, wie ein Schraubenschlüssel oder was auch immer. Entscheiden jedoch, ob das passt oder nicht für mich, ob es jetzt an dem Tag ist, ob es überhaupt ist. Entscheiden tue ich dann auch immer selber. Und jetzt kommt halt davon, wo entscheide ich mich also? Mache ich das da, wo ich wieder irgendwas gelesen habe, und das muss es ja sein, weil wieder wer das objektiv hier dargestellt hat, in irgendeinem Buch oder Eltern oder was auch immer. Oder mache ich das von einer anderen Instanz aus? Nämlich da. Ja, nichts, was du sagst oder nichts, was du denkst, muss meiner Meinung nach objektiv sein. Ist es auch nicht. Da legen wir uns selber an. Und das ist auch okay so. So, das war's halt. Falls du irgendwelche Fragen hast, die dir helfen kann, jederzeit. Herzlich gern. Tschüss, Baba.